selling crack, yeah. Nigga, you still rapping. What up, is? I hang with the hardest motherfuckers. I got rhymes by the buckets, make you niggas wanna suck it. Yeah. You love lips. In the beginning, there was Jack, and Jack had a groove. And from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared... Oh, Schwerplete, Dr. Ball ist jetzt mal wieder vor der Playseer und heute herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video auf dem VP-Clan-Channel. Ja, wie gesagt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, what the fuck, was denn hier für ein Freak am Start, denn das für ein Chaot? Ja, und zwar, wie gesagt, ich kann es euch ganz kurz erklären, ich bin jetzt neu als Commentator dem VP-Clan gejoint. Erstmal danke dafür, dass es, wie gesagt, so schnell geklappt hat. Und, ja, bis jetzt finde ich schon mal alle mega korrekt, die ich bis jetzt so kennengelernt habe. Und ihr werdet vielleicht schon hören, ich habe einen Dialekt am Start, der kommt aus Sachsen, aber dann zu, wie gesagt, später mehr. Das, was im Hintergrund läuft, ich habe keine Ahnung, mir wurde nur gesagt, ich habe 2 Minuten, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es irgendwas Krasses ist. Weil ich muss mich jetzt auch sputen, wie gesagt, von der Zeit her denke ich mal, dass es wirklich was Krasses ist, was ja hier der Standard ist. Und ja, wie gesagt, da fange ich direkt mal an zu meiner Person. Ja, wie gesagt, mein Real-Life-Name ist Pierre, ich besuche die 11. Klasse in einem Gymnasium, wie gesagt, in Sachsen. Ich habe einen Dialekt, den werde ich nicht verstellen, der ist einfach so, ich mag den. Wie gesagt, ich werde dafür gefeiert, zumindest auf meinem Kanal. Ich bekomme, wie gesagt, mega extrem gutes Feedback von den ganzen Leuten, wie gesagt, von meinem Dialekt. Also ich habe da bis jetzt noch nicht wirklich Negatives gehört, nur die Leute, die halt, ja, wieder am liebsten die Mauer errichten würden. Das sind sozusagen die, die aus dem Westen kommen, sage ich jetzt mal, aber das sind Gott sei Dank nur die geringsten, aber die haben eh keine Ahnung von Geschichte. Das ist jetzt eine andere Geschichte, ich schweife schon wieder voll ab, wie gesagt. Ich bin dafür da, hier um euch die Commentaries ein bisschen aufzupäppeln, eben mit meinem Dialekt. Ich bin eine verrückte Sau. Ich versuche einfach, euch ein Grinsen in die Fresse zu brettern, so gerne, wie ich das immer sage. Und ja, einfach um zu sagen, diese Game und diese krassen Gameplays einfach ein bisschen zu untermauern mit Unterhaltung. Und weil bei mir ist es immer so, Unterhaltung zählt mehr als das Gameplay, aber hier ist es so, die Gameplays sind so unnormal, dass es eigentlich gleichwertig ist. Und deswegen versuche ich hier so ein bisschen mir einen Konkurrenzkampf zu geben mit diesen krassen Gameplays. Und ja, das ist mir, wie gesagt, eine große Ehre, solche Gameplays zu kommentieren. Und ja, wie gesagt, wem das ganz kurze Commentary gefallen hat, der lässt einfach ein Like da und schreibt uns in die Kommentare, wie ihr mich so findet. Und dann würde ich sagen, lasst euch gut gehen und haut rein.